Berlin 1913. Kaiser Wilhelm II. War Gast der Eröffnung des deutschen Stadions, das für die Olympischen Spiele 1916 in nur 220 Arbeitstagen gebaut worden war. Natürlich herrschte Kaiserwetter, als 30.000 Turner und Sportler aufmarschierten, um ihrem Herrscher zu huldigen. Kraft, Zufriedenheit, Zucht und Gesundheit waren Wilhelm II. Als bleibender Wert versprochen worden. Ein Jahr später aber fielen die Schüsse von Sarajevo, die das österreichische Thronfolgerpaar töteten und eine hektische Zeit der Geheimdiplomatie auslösten. Vor allem Wilhelm II., der sich bei der Verteilung der Welt zu kurz gekommen sah, drängte zum Krieg. Doch die anfängliche Kriegseuphorie verflog schnell, denn das, was als Blitzkrieg mit einem Wiedersehen auf dem Boulevard gedacht war, entwickelte sich zu einem blutigen Stellungskrieg, der 4 Jahre dauern sollte. In Russland führte die allgemeine Erschöpfung 1917 zur Revolution. Der Zar wurde gestürzt, Lenin errichtete die Macht der Sowjets. Revolution auch in Berlin, wo Kaiser Wilhelm abdankte. Als der Krieg zu Ende war, wurden 10 Millionen Gefallene gezählt. Unter den Opfern auch zahlreiche Olympiateilnehmer wie Jean Bouin Frankreich, Zweiter von 1912 über 5000 Meter, und Hans Braun, Deutschland, Silbermedaillengewinner von Stockholm im 400-Meter-Lauf. Mitte Januar 1919 begannen die Siegermächte in Versailles über die Kriegsverlierer zu Gericht zu sitzen. In Europa herrschten Hunger und Elend und auch durch Belgien, wo Ende 1918 König Albert zurückgekehrt war und eine Parade abhielt, zogen große Flüchtlingsströme. Im Sommer 1919 standen noch immer große Kontingente der alliierten Truppen unter Waffen. Um diese zu beschäftigen, ließ der Oberbefehlshaber des amerikanischen Expeditionskorps, General Pershing, in Paris ein nach ihm benanntes Stadion erbauen und darin interalliierte Spiele abhalten. Neun Länder nahmen daran teil und für viele Athleten, die wegen des Militärdienstes nicht trainieren konnten, war es eine wichtige Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1920 in Antwerpen. Die alte Festungsstadt an der Schelde war im Ersten Weltkrieg von den Deutschen schwer bombardiert worden. Als Olympiastadion nutzte man den Vereinsplatz des feudalen Clubs de Berchot. Zur Eröffnung der Spiele gab sich König Albert I. als Patron mit Königin Elisabeth die Ehre und IOC-Präsident Pierre de Coubertin geleitete ihn ins Stadion. Nur 29 Mannschaften nahmen teil. Erstmals sah man die mit dem Ende des Ersten Weltkrieges neu entstandenen Staaten wie Estland oder die Tschechoslowakei. Die Verlierer des Krieges aber, Deutschland und seine Verbündeten, blieben ausgeschlossen.
Graf Bayet-Latour, der später Coubertin als IOC-Präsident ablösen sollte, leitete das Organisationskomitee, während Albert I. das Olympische Fest mit der traditionellen Formel für eröffnet erklärte. Erstmals wurde bei diesen Spielen das Banner mit den 5 olympischen Ringen gehisst. Erstmals stiegen Tauben zum Himmel. 29 für jede Mannschaft eine. Zum ersten Mal wurde auch der Olympische Eid gesprochen. Victor Bouin, ein Fechter, gelobte im Namen aller, ehrenvoll teilzunehmen und fair zu kämpfen. Und Stockholm, wo 1912 die letzten Spiele stattgefunden hatten, entsandte 1200 Sängerinnen und Sänger. Tatsächlich aber hatten die Spiele schon Ende April mit den Wettbewerben auf Kunsteis begonnen. Das finnische Ehepaar Jakobson gewann das Paarlaufen. Der Schwede Gilles Grafström das Eiskunstlaufen der Herren. Magda Julin, gleichfalls Schwedin, das der Damen. Sie lief im Federhut und langem Kleid und im 4. Monat schwanger. Kanadas Eishockeyspieler holten ihre erste Goldmedaille. Antwerpen präsentierte sich den Teilnehmern aus aller Welt im Festkleid. Unübersehbar aber die Probleme. Die Holländer kamen deshalb auf einem Schiff, auf dem sie auch wohnten. Die Amerikaner transportierten ihre Mannschaft auf einem Kreuzer und einem alten Transporter namens Matoika, auf dem, während der Überfahrt, wegen der schmutzigen Kabinen und der Ratten an Bord eine Revolte unter den Sportlern ausbrach. Während der 14-tägigen Tour konnte zwar trainiert werden, aber die Athleten klagten über unzureichende Verpflegung. Einer der Stars im Team war Charlie Piddock, der mit seinem berühmt gewordenen Zielsprung den Olympiasieg im 100-Meter-Lauf errang. 5 Tage vorher war er erst 20 Jahre alt geworden. Seine Siegerzeit 10,8 Sekunden. Wichtigstes Requisit beim Hochsprung, ein weißes Taschentuch, das als Höhenorientierung diente. Richmond Landon, ebenfalls ein US-Amerikaner, überquerte die Latte bei 1,93 Meter. Auch hier war die Mehrzahl der Siegerleistungen infolge des Krieges schlechter als 1912 in Stockholm. Nicht so beim Stabhochsprung, wo der Amerikaner Frank Voss eigentlich schon mit 3,80 Meter gewonnen hatte. Dann aber ließ er die Latte noch auf 4,09 Meter legen und schaffte das im ersten Versuch. Zweiter, ein erst 19-jähriger Däne namens Henry Pettersen. In den Wurf- und Stoßdisziplinen trumpften die Finnen groß auf. Ville Pörhölä hieß der Sieger im Kugelstoßen. Vom Thron gestoßen, der Sieger von 1912, der US-Amerikaner Pat McDonald. Und im Speerwerfen Platz 1 bis 4 für Finnland. Zweimal Gold für die USA. Durch Pat Ryan im Hammerwerfen. Und in einer ähnlich aussehenden Disziplin für McDonald im Gewichtwerfen. Britisch das Wetter, weshalb auch nur wenige Zuschauer zu den Leichtathletik-Wettbewerben kamen. Britisch auch die Medaillengewinner auf den Mittelstrecken. Sieger über 800 und 1500 Meter wurde der schon 31-jährige Albert Hill. Zweiter über 1500 Meter sein Landsmann Noel Baker, der als Genfer Mitarbeiter beim Völkerbund Urlaub erhalten hatte. 1959 erhielt er den Friedensnobelpreis. Auf den Langstrecken ging der Stern des legendären Finnen Paavo Nurmi auf.
der mit einer falschen Taktik über 5000 Meter allerdings noch einmal Lehrgeld zahlen musste. Nurmi unterlag dem kleinen Franzosen Joseph Guillemot, der anschließend von König Albert empfangen wurde. Doch Nurmi war lernfähig. Nächstes Rennen über 10.000 Meter. Hier hielt er sich lange zurück und ging erst auf den letzten Runden in Führung, um sich im Spurt an Guillemot zu revanchieren. Berühmt wurde der damals 23-Jährige nicht nur durch seine schnellen Läufe. Wegen seiner Schweigsamkeit hätte man ihn mit der Garbo, dem Star des Stummfilms, verheiraten sollen, spottete man. "42 Läufer aus 17 Ländern hatten für den Marathonlauf gemeldet. Und darunter der Held auf den Langstrecken von 1912, der Finne Hannes Kolemeinen, der inzwischen in die USA ausgewandert war. Gern wäre er in Antwerpen auch für die USA gelaufen, doch vergeblich hatte er sich um deren Staatsbürgerschaft bemüht. Während die Läufer auf der Strecke waren, vertrieben die Turner mit Massenübungen den Zuschauern die Zeit. Und wie nicht anders erwartet, erreichte Hannes Kolemeinen als erster das Stadion und mit 2 Stunden 32 Minuten 35,8 Sekunden erzielte der 30-jährige New Yorker Bauarbeiter ein Resultat wie kein Marathonläufer vor ihm. Nur 13 Sekunden dahinter Jiří Losman, Estlands erster Olympiamedaillengewinner. Einer der alten Festungsgräben Antwerpens war das Schwimmbad. Ein Verteidigungswall diente als Zuschauertribüne. Und das 100 Meter Freistilfinale der Herren musste gleich zweimal geschwommen werden, weil sich einer der Teilnehmer behindert fühlte. Schwimmleinen kannte man noch nicht. Beide Rennen gewann Duke Kahanamoku, ein dunkelhäutiger Fürstensohn aus Hawaii. Auch in dieser Sportart dominierten die US-Amerikaner auf der ganzen Linie. Die einzigen europäischen Siege gab es im Brustschwimmen, für das nicht nur die 200, sondern auch die 400 Meter Strecke ausgeschrieben war. Beide Male Platz 1 und 2 an die Schweden Malmroth und Henning. Für IOC-Gründer Coubertin waren die Olympischen Spiele allein die männliche Athletik mit dem Beifall der Frauen. Wenn er das sogenannte schwache Geschlecht aber doch nicht gänzlich ausschließen konnte, so wollte er es wenigstens nicht im Olympiastadion sehen. Schwimmerinnen also waren gerade noch geduldet. Ihr großes Ass hieß Ethelda Bleibtreu, eine 18-Jährige, die aus New York kam. Die jüngsten Medaillengewinner waren 14 und Wasserspringer. Eileen Regine, USA, gewann das Kunstspringen der Damen. Der Schwede Nils Skoglund wurde Zweiter vom Turm. Ältester und Silbermedaillengewinner im Schießen war ebenfalls ein Schwede. Oscar Swan, der Herr mit dem weißen Bart in der Mitte. 72 Jahre und 280 Tage alt. Eine Kuriosität im Segeln. Bei den Findingis waren 2 holländische Crews unter sich, weshalb man ihnen empfahl, die beiden letzten von 3 Fahrten zu Hause auszutragen.
Königlich hingegen die Aufmerksamkeit für die Konkurrenz in dem Tennis. Sicherlich, weil dort eine göttliche auftrat. Die Französin Suzanne Lenglen, Siegerin im Dameneinzel und auch im Doppel. Letztmals im Programm das Tauziehen. Klarer Sieger, Londons City-Polizei. Das Tauziehen der Statistiker, wer eigentlich damals Zweiter gewesen war, dauerte mehrere Jahrzehnte, bis der Kapitän der Holländer die Silbermedaille als Beweis vorlegte und so den Streit klärte. Sieger im Rudereiner und im Doppelzweier wurde ein Maurer aus Philadelphia, John Kelly. Mehr als 30 Jahre später wurde seine Tochter Grace eine berühmte Schauspielerin und Fürstin von Monaco. Der erfolgreichste, ein Fechter, Nedonadi aus Italien mit 5 Goldmedaillen. Wie so oft kamen zum Fußball die meisten Zuschauer, 63.000 insgesamt. Und sie sahen auch eine Menge Tore. Griechenland verlor 0-9 gegen die Tschechoslowakei. Frankreich bezwang die Schweiz mit 10-0. Das Finale erreichten Belgien und die Tschechoslowaken. Schiedsrichter war der Engländer John Lewis und der sollte eines der größten Skandalspiele leiten. Aus Protest gegen seine Entscheidungen verließen die Tschechoslowaken den Platz, der daraufhin von den Zuschauern gestürmt wurde. Gold ging an Belgien und Silber musste neu ausgespielt werden. Das Reiten blieb allein den Offizieren vorbehalten. Für das Fußvolk gab es das Voltigieren, bei dem über 5 Pferde gesprungen werden musste. Belgiens Rekruten erwiesen sich dabei als die Besten. König Albert höchstpersönlich zeichnete die Olympiasieger aus, assistiert von den beiden Prinzen. Zur Goldmedaille erhielt jeder Sieger auch noch eine Bronzestatue. Und mit 41 Mal Gold waren die USA Spitze. Die Spiele waren in vielerlei Hinsicht unzulänglich. Doch angesichts der schwierigen Probleme so kurz nach dem Krieg wurden sie dennoch ein Erfolg, der vor allem auch General Pershing und seinen Truppen, die tatkräftig halfen, zu danken war. In Versailles wurde Deutschland verurteilt, Frankreich Reparationen in Höhe von 68 Milliarden Goldmark zu zahlen. Um Druck auszuüben und eine rheinische Separatrepublik zu gründen, besetzten französische und belgische Soldaten im Januar 1923 das Ruhrgebiet. Die Antwort waren Massenstreiks und passiver Widerstand. Im Herbst 1923 erreichte die Inflation in Deutschland den Höhepunkt. Ein Brot kostete 1 Billion. Die Betriebe zahlten die Löhne tageweise. Doch ob die Kurse steigen oder fallen, der Jimmy, der bleibt bestehen. Selbst auf dem Gipfel der Wirtschaftskrise profitierten einige. Und es gab Luxus und Extravaganz zu sehen. Die Mehrzahl der kleinen Sparer, die in Mietskasernen hausten, verloren ihr Geld, was zu einer nie gekannten Verelendung und zur Radikalisierung in der Politik führte. In Bayern erhielten die Nationalsozialisten Auftrieb. Ein gewisser Adolf Hitler erklärte sich zum Reichskanzler, doch die Revolte war schnell niedergeschlagen. Und im Januar 1924 starb Russlands Revolutionsführer Lenin. Fortan wurde er einbalsamiert in einem Moskauer Mausoleum zur Schau gestellt. Wenige Tage später begannen am Fuße des Mont Blanc in Chamonix die ersten Olympischen Winterspiele. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte es Pläne dazu gegeben, doch sie waren am Widerstand der Skandinavier, die eine Konkurrenz für ihre nordischen Spiele fürchteten, gescheitert. Dann aber gestattete das IOC dem Organisationskomitee der Olympischen Spiele von 1924 in Paris versuchsweise eine Wintersportwoche durchzuführen. Und die Resonanz war beachtlich. 16 Länder schickten nahezu 300 Teilnehmer nach Chamonix.
Den Olympischen Eid sprach ein französischer Militärpatrouillenläufer namens Camille Mandrillon. Am Vorabend der Winterspiele wurde der Dauerregen durch harte Kälte bis minus 25 Grad abgelöst. Deshalb verzichteten eine Reihe Skilangläufer auf die 50 Kilometer und von den 33 Gestarteten gaben noch 12 auf. Neben dem Speziallanglauf gab es auch eine Militärpatrouille über 30 Kilometer, bei der auf Ballons geschossen werden musste. Platz 1 belegten Schweizer Soldaten. Im Eiskunstlauf dominierte die Österreicher mit den Paarlaufsiegern Engelmann Berger und Hermer Plank-Chabo, die bei den Damen gewann. Gelaufen wurde im langen Kleid und eine Militärkapelle spielte Walzer. Und wer ist das? Unter den Teilnehmerinnen war auch die noch nicht einmal 12 Jahre alte Norwegerin Sonja Heni, die achte und damit letzte wurde. Als sie sich bei ihrer Kür auf den Hosenboden setzte, entfuhr ihr ein Hoppla, worauf die später dreifache Olympiasiegerin ihren Spitznamen weghatte, Fräulein Hoppla. Im Eisschnelllauf, wo auch ein Olympiasieger im Mehrkampf ermittelt wurde, dominierten die Finnen und Norweger. Die meisten Medaillen, darunter 3 goldene, errang der Finne Claes Thunberg, weshalb man ihn mit seinem berühmten Landsmann in der Leichtathletik verglich und ihn einen Nurmi des Eises nannte. Und das ist ein Puck. Und das ein Schläger. Das ist die Mannschaft Kanadas, die Toronto Grinites. Und das sind die Endspielgegner aus den USA. Damals, als in Europa meist nur Bandy, also Eishockey, mit einem Ball gespielt wurde, hielt es der Kameramann für wichtig, auch die Utensilien im Bild festzuhalten. Außerdem vermerkte der Kommentar, dass es unter den Zuschauerinnen eine Anzahl Mädchen in maskuliner Kleidung, und zwar in Hosen, gegeben hätte. Auf dem Eis jedoch boten die siegreichen Kanadier eine Lehrstunde. Sie schossen 110 Tore und mussten nur 3 Gegentreffer einstecken. Moderne Technik beim Bobrennen. Ein Lift transportierte die Schlitten zum Startplatz. Ansonsten litten die Wettkämpfe unter Tauwetter und an der Tatsache, dass es keine einheitlichen Regeln gab. Erst während der Winterspiele wurde ein Reglement verabschiedet. Darin war den Besatzungen freigestellt, ob sie mit 4 oder 5 Mann fahren wollten. Sieger wurde der Schweizer Schlitten namens Acrobat, der mit seinen extrem breiten Kufen auf dem weichen Eis bevorteilt war. Eine Attraktion auch der Spezialsprunglauf, den der norwegische Seemann Jakob Tulin-Thams mit 2 Sprüngen von 49 Metern gewann. In einem abschließenden Schauspringen kam er sogar auf 58,5 Meter, damals ein inoffizieller Weitenweltrekord. Skikönig mit 3 Olympiasiegen aber wurde sein Landsmann Thorleif Haug. Im Sprunglauf belegte er außerdem Platz 3, doch 50 Jahre später erhielt der US-Amerikaner Anders Haugen seine Goldmedaille, nachdem der Direktor des Holmenkollen-Museums in der damaligen Rechnung einen kleinen Fehler entdeckt hatte.
Die 8. Spiele der Olympiade hatte sich Coubertin aus Anlass des 30. Jahrestages der IOC-Gründung für seine Heimatstadt Paris ausbedungen. Dort hatte man in Colombey ein neues Stadion errichtet. Prominenz bei der Eröffnung: der Prinz of Wales, auch der päpstliche Nuntius, auch Rastafari, Prinzregent aus Äthiopien, der spätere Kaiser Haile Selassie. Frankreichs Präsident Gaston Doumergue hatte sich gerade erst 8 Tage im Élysée-Palast eingerichtet, als er die Spiele zu eröffnen hatte. Diplomatische Schwierigkeiten waren schon im Vorfeld beseitigt worden, denn wie schon in Antwerpen war Deutschland nicht eingeladen, weshalb man dort abfällig auch nur von einer Rumpf-Olympiade sprach. Erstmals unter den 44 Mannschaften auch Uruguay, dessen Fußballer prompt das Olympiaturnier gewannen. Den olympischen Eid sprach ein Leichtathlet, Gio André, ein 400 Meter Hürdenläufer. Böller krachten und Tauben flogen. Es wurden die Spiele eines Mannes, des Finnen Paavo Nurmi. In nur 4 Tagen ging er in 5 Wettbewerben an den Start und gewann 5 Goldmedaillen. Am 10. Juli bestritt der 27-Jährige die Finals über 1500 Meter und 5000 Meter. Um sich die Kräfte besser einteilen zu können, lief er diese Rennen mit einer Stoppuhr in der Hand, die er beim Endspurt auf den Rasen warf. Minuten nach seinem Olympiasieg, als der Drittplatzierte, der Brite Henry Stellard, vor Erschöpfung noch wie bewusstlos in der Kabine lag, war Nurmi bereits auf dem Weg zur nächsten Goldmedaille. Es war die Zeit der guten alten Aschenbahn. Startblöcke waren noch nicht erfunden. Die Läufer gruben sich Startlöcher. Und zu viel Wind? Noch kein Hindernis für Rekordanerkennung. Im 100-Meter-Lauf mussten die Amerikaner eine Niederlage hinnehmen. Paddock, der erste von Antwerpen, wieder mit Zielsprung, aber nur Platz 5. Sieger der Engländer Harold Abrahams, dessen Geschichte in dem mit dem Oscar-Preis gekrönten Streifen Chariots of Fire verfilmt wurde. Gegenspieler Eric Liddell, der auch gern die 100 Meter gelaufen wäre, der aber aus Glaubensgründen darauf verzichtete, weil der Vorlauf auf einen Sonntag fiel. Deshalb also 400 Meter, wo er auf der Außenbahn einen grandiosen Sieg errang. Robert Legendre schaffte im Weitsprung mit 7,76 Meter 5 Weltrekord. Doch da es im Fünfkampf war, reichte es am Ende für den US-Amerikaner nur zu Bronze. Für den Spezialweitsprung war er nicht gemeldet. Wilhelm Jubbert genügten 32 cm weniger, womit er erster schwarzer Sieger in einer Einzeldisziplin wurde. Im Zehnkampf und im Hochsprung ging Gold an Harold Osborne. Da die Auflegeplatten für die Hochsprunglatte zur Grube zeigten, hatte der Amerikaner seine Technik, die man Western-Roller nannte, so perfektioniert, dass er die Latte mit der Hand gegen die Ständer drückte, sodass sie nicht herunterfallen konnte. Danach wurden die Regeln verändert. Geländelauf. Als Sonnenschlacht von Colombey ist ein Geländelauf über 10 Kilometer in die Geschichte eingegangen. Die Strecke führte querfeldein, über eine Mauer, durch eine triste Gegend an einem Arm der Seine. Die Sonne glühte unbarmherzig
Und in der Nachmittagshitze stieg das Thermometer bis auf 41 Grad. Von den 38 Gestarteten gaben nicht weniger als 23 auf und nur drei Mannschaften kamen in die Wertung. Nahezu unbeeindruckt von den Anstrengungen erreicht auch diesmal wieder Paavo Nurmi als erster das Ziel. Mit 5 Goldmedaillen kehrt er aus Paris zurück und gern wäre er noch über 800 und 10.000 Meter gestartet, doch für diese Strecken wurde er von seinem Verband nicht gemeldet. Bei solchen Temperaturen ließ es sich am besten im Wasser aushalten. Was Nurmi auf der Aschenbahn darstellte, war Johnny Weissmüller im Schwimmbecken. Der gerade 20-Jährige aus Chicago, der 1907 mit seinen Eltern aus dem Banat ausgewandert war, gewann die 100 und die 400 Meter Freistil und in der Staffel holte er sich seine dritte Goldene. Nach Amsterdam 1928, wo noch 2 weitere Olympiasiege hinzukamen, wurde er von Hollywood als Tarzan entdeckt. Im Turnen wurden die Mannschaftsdarbietungen, wie sie in Paris noch die Dänen zeigten, ins Rahmenprogramm verbannt. Zu den Disziplinen des Geräteturnens zählte auch ein Pferdsprung, bei dem vorher noch eine 1,70 Meter hohe Hochsprunglatte überquert werden musste. Sieger des Mehrkampfes wurde der Jugoslawe Leon Stukil, der 1993 seinen 95. Geburtstag feierte und der auch an diesem Tage an seinem Lieblingsgerät, den Ringen, turnte. Ebenfalls olympisch das Hangeln, für das der Sieger 7,2 Sekunden benötigte. Was gab sonst noch Neues? Mit dem Florettfechten hatten sich die Damen ein klein wenig mehr Anerkennung erkämpft. Erste Gewinnerin, die Dänin Ellen Ossier. Erstmals wohnte die Teilnehmer in einem olympischen Dorf, das aus bescheidenen Baracken bestand, Frauen und Männer streng getrennt. Die moderne Technik begann einzuziehen. Die Ergebnisse mussten nicht mehr mit dem Sprachrohr verkündet werden. Und zum ersten Mal gab es Rundfunkübertragungen, womit Millionen Menschen über den Äther an den Spielen teilhaben konnten. Es waren die goldenen 20er Jahre mit einem neuen Lebensgefühl und einer weit verbreiteten Amerika-Begeisterung. Die Damen gaben sich als Herren, trugen Bubikopf und Topfhut. Charleston hatte den Jimmy abgelöst. Und in Berlin stand das Theater, Revue und Kabarettleben in voller Blüte. In London tanzte die Pavlova den sterbenden Schwan. Und der Star der Leinwand hieß Charlie Chaplin, für den es überall, wo er hinkam, einen großen Bahnhof gab. Sein Erfolgsfilm von 1928, The Circus. Die kulturelle Avantgarde, zu der Bertolt Brecht gehörte, dachte links und war entschieden pazifistisch. In seiner Drei-Groschen-Oper, für die Kurt Weill die Musik komponiert hatte, prangerte er den Kapitalismus an. Bei der Premiere 1928 im Berliner Theater am Schiffbauerdamm spielte Harald Paulsen den Mackie Messer. Billig sein sollte, dass Bettler sie bezahlen können, heißt die das Luftschiff Graf Zeppelin startete zu seinem ersten Transatlantikflug in die USA in nur 2 Tagen und mit Hugo Eckener als Pilot. Und ein Jahr vorher hatte der Amerikaner Charles Lindbergh mit seiner 200 PS-Maschine erstmals ganz allein den Ozean überquert. Tragik aber am Nordpol, wo das Luftschiff Italia mit General Nobile abstürzt. Beim Versuch zu retten, blieb Polarforscher Amundsen verschollen. Sport, das neue Massenphänomen. Der Profiboxer Max Schmeling verteidigte seinen Europameistertitel. 2 Jahre später war er Schwergewichtsweltmeister.
Die Flüsse waren meist noch sauber, sodass sie zum Wettschwimmen genutzt werden konnten. In den Städten wurden Langstreckenläufe zur Tradition. Die kommunistischen Arbeitersportler trafen sich 1928 in Moskau zur ersten Spartakiade. Die Winterspiele ebenfalls vom gastgebenden Land der Sommerspiele ausrichten zu lassen, klappte schon 1928 mit den Niederlanden nicht mehr. Der Schweizer Kurort St. Moritz sprang ein. Trotz alpiner Höhenlage litten die Wettkämpfe unter hereinbrechendem Tauwetter, weshalb der 10.000 Meter Eisschnelllauf abgebrochen und ausfallen musste. Ohne Probleme ermittelten die Eiskunstläufer ihre Besten. Gilles Graf Ström wurde bei den Herren zum dritten Mal hintereinander Olympiasieger. Erstmals gab es Skeletonrennen auf der Kresteran. Im Sommer fanden die Olympischen Spiele in Amsterdam statt, das vom Bahnhof bis zum Stadion ein einziges Fahnenmeer war. Und Eintrittskarten waren bei der Bevölkerung so sehr begehrt, dass sie bereit war, stundenlang Schlange zu stehen. Das Stadion galt als architektonische Meisterleistung und es enthielt neben der Aschenbahn auch noch eine Radrennbahn. Für sein Werk wurde Jan Wils, der Architekt, mit der olympischen Goldmedaille in den Kunstwettbewerben ausgezeichnet. Mannschaften nahmen teil, zwei mehr als vier Jahre vorher in Paris. Die Fahne des USA-Teams wurde von dem Schwimmer Johnny Weissmüller getragen und erstmals nach dem Weltkrieg durfte auch Deutschland wieder teilnehmen. Den Eid sprach diesmal ein Fußballer, Henry Dennis, der Kapitän der holländischen Elf. Und erstmals brannte im Stadion ein olympisches Feuer nach antiker Tradition. Coubertin hatte die Leitung des IOC abgegeben und war Ehrenpräsident. Indes kam er nie wieder zu den Spielen. Seine Nachfolger teilten seine Abneigung gegen den Frauensport, vor allem gegen die Leichtathletik. Erst die Drohung, eigene Weltspiele auszurichten, ließ das IOC einlenken und vom Publikum wurden die Frauenwettbewerbe mit großem Interesse aufgenommen. Besonders ästhetisch das Diskuswerfen und man beachte bitte die unterschiedlichen Wurftechniken. Die Polin Alina Konopatska warf mit etwas weniger als 40 Meter am weitesten und Weltrekord. Auf die Bilder vom 800-Meter-Lauf allerdings reagierte das IOC ungnädig, nachdem sich einige Teilnehmerinnen hinter dem Ziel aus Erschöpfung und aus Verärgerung über die Niederlage zu Boden geworfen hatten. Siegerin wurde die Deutsche Lina Radke-Batschauer. Wieso sollten die Holländer auch frauenfeindlich sein? Denn schließlich wurden sie sogar von einer Königin regiert. Wilhelmina, wie die Monarchin hieß, nahm an den Olympischen Spielen einen regen Anteil und sie besuchte mehrfach die Wettkämpfe. Als die Turnerinnen, die auch erstmals in Amsterdam um Medaillen kämpfen durften, auftraten, kamen sie ebenfalls zum Zuschauen. Nur 12er-Mannschaften waren zugelassen und England kam mit einem Parademarsch, was mit Rang 3 belohnt wurde. Platz 2 belegten die Italienerinnen, die auf Eleganz setzten.
Zur Freude von Königin Wilhelmine aber ging die Goldmedaille an ihre Untertanen, die Maesjes, die die schwierigsten und exaktesten Übungen zeigten und mit Abstand am höchsten bewertet wurden. Nurmi, inzwischen eine Lauflegende, zog Tausende ins Stadion und zur Freude seiner Anhänger holte er sich bereits am ersten Leichtathletiktag über 10.000 Meter seine 9. Goldmedaille vor seinem Landsmann Ville Ritola. Über 5.000 Meter jedoch revanchierte sich Ritola, ein Zimmermann aus New York, der für Finnland startete. Nurmi war verärgert über diese Niederlage. Der holländische Kommentar im Olympiastreifen von 1928, noch immer ist der Stummfilmzeit, teilte mit, dass Nurmi sich geweigert hatte, sich filmen zu lassen. Und wieder Marathon über 42.195 Meter der längsten olympischen Laufstrecke. 68 Athletinnen aus 23 Ländern hatten sich auf die Strecke begeben, die entlang der Amstel führte. In der Stadt standen die Menschen in mehreren Reihen Spalier. Und außerhalb der Kontrast des Landlebens. Lange Zeit bestimmte die Läufer aus Fernost das Tempo, deren erster schon 1912 in Stockholm teilgenommen hatte, der aber damals den Lauf nicht beendete, weil er am Rande der Strecke vor Erschöpfung eingeschlafen war. Der US-Amerikaner Joy Ray, ein in vielen Rennen gehärteter Stratege, nahm die Verfolgung der Japaner als erster auf. Auf den letzten 2 Kilometern aber erkämpfte sich ein zierlicher Läufer mit dem gallischen Hahn auf dem Trikot die Führung. Ungewissheit im Stadion, bei den Kameraleuten, Fotografen und Zuschauern, denen es strengstens verboten war, eigene Aufnahmen zu machen. Erstmals waren die Film- und Fotorechte an eine Firma verkauft worden. Schließlich entlud sich die Spannung. Bugera Mohamed El Kwafi, geboren in einer algerischen Oase unter dem Namen Fliegender Berber und Soldat in der französischen Kolonialarmee, wurde Marathon-Olympiasieger. Eine tolle Leistung von einem kleinen Kerl. Die Goldmedaillen wurden zum Abschluss der Spiele von Königin Wilhelmina verliehen. Italiens Sieger kündigten mit ihrem Gruß den herannahenden Faschismus an. Japans erster Olympiasieger, ein Dreispringer, begleiteten Herren mit Zylinder. Mit Handkuss bedankte sich Norwegens Kronprinz und Segelsieger Olaf. Winterspiele 1932 in Lake Placid. Now for a little novelty, my specialty, skating on stilts.
Doch in die Fröhlichkeit der Eröffnung mischten sich schrille Dissonanzen. Am 25. Oktober 1929, dem Schwarzen Freitag, hat es an der New Yorker Börse einen Kurssturz gegeben, womit die Konjunkturperiode, die den Menschen zwischen zwei Kriegen Zeit zum Atemholen gelassen hatte, jäh beendet wurde. Mitte 1931 wurde die Weltwirtschaftskrise durch Bankenzusammenbrüche verschärft und in den USA zählte man nun 8 Millionen Arbeitslose. Es gab Massenunruhen und berittene Polizei trieb die Demonstranten auseinander. Besonders verhängnisvoll gestaltete sich die Entwicklung in Deutschland, wo 1932 6 Millionen arbeitslos waren. Viele Betriebe schlossen, die Arbeiter gingen stempeln und schlugen irgendwie die Zeit tot. Von dieser schlimmen Entwicklung profitierten vor allem die Nationalsozialisten mit ihren Sturmabteilungen, die massenhaft Zulauf hatten. Der neue Führer, Hitler, aber unterlag bei den Reichspräsidentenwahlen noch einmal dem Kandidaten der Mitte, Hindenburg. Radikalisierung auch auf dem linken Flügel mit dem Hamburger Transportarbeiter Ernst Thälmann. Zwischen Rotfront und Nazis kam es zu Straßenschlachten mit Toten und Verletzten, auf die eine hilflose Regierung mit Notverordnungen und Polizeieinsatz antwortete. Wir fragen euch nicht nach Verband und Partei, seid ihr nur ehrlich im Kampf mit dabei gegen Unrecht und Reaktion. Als am 4. Februar 1932 im kleinen amerikanischen Wintersportort Lake Placid die 3. Olympischen Winterspiele eröffnet wurden, begrüßte der Gouverneur des Staates New York, der Demokrat Franklin Roosevelt, zwar alle Nationen, tatsächlich hatten aber nur 17 Mannschaften die Reise finanzieren können. You, the representatives of many of our sister nations, to this the opening of the 3rd Winter Olympic Games. Es waren Winterspiele nach amerikanischem Geschmack. Der Eisschnelllauf wurde nach amerikanischen Regeln mit Massen, genauer gesagt Rammelstart, ausgetragen. Taktische Fragen spielten eine große Rolle. Die bisher erfolgreichen Nordeuropäer, die gewohnt waren, dass Paare gegeneinander liefen, standen auf verlorenen Posten. And Irving Jappy, the New York Flash, is putting his last ounce of pep into the final sprint as the crowd goes crazy. Die Olympiasiege auf allen 4 Strecken gingen an die USA, die auf den langen Distanzen an Irving Jaffe. Nervenkitzel auch an der Bobbahn mit der berühmten Zickzackkurve, auf der schon im Training schwere Stürze und viele Ausfälle gegeben hatte. Den Zweier gewannen 2 Brüder aus Lake Placid, John und Curtis Stevens. We just had a very wonderful trip down the slide. However, it's the thrill of the sport rather than the victory that really counts in bobsledding. Im siegreichen USA-Vierer saß ein gewisser Ed Egan, der schon 1920 in Antwerpen Gold im Boxen geholt hatte. Kaum Interesse hatte das amerikanische Publikum für die nordischen Wettbewerbe, nicht mal für Skispringen, bei dem dieser Sturz glimpflich abging. Überlegener Sieger Birger Röth aus Norwegen, der mittlere der 3 berühmten Skispringerbrüder aus Kongsberg. Neuigkeiten waren auch aus Lake Placid zu vermelden, nämlich, dass Frauen-Eisschnelllaufen war zwar nicht offizielle Olympiasportart, aber immerhin schon Demonstrationswettbewerb. Ebenfalls im Rahmenprogramm Hundeschlittenrennen über 40,5 Kilometer. Unter den 12 Teilnehmern auch eine Frau, die aber nur Letzte werden konnte. Zum ersten Mal kam das 3-stufige Siegerpodest zum Einsatz, auf dem auch die Winterspiele für beendet erklärt wurden.
Amerika 1932. Gangsterboss Al Capone hinter Gittern. Nach Deutschland feierte Marlene Dietrich nun auch in Hollywood Triumphe. Man bangt um Charles Lindbergh Jr., den entführten Sohn des Atlantikfliegers. Die Mutter bat über Rundfunk um Hilfe, doch trotz Zahlung des Lösegeldes wurde das Baby tot aufgefunden. Los Angeles hatte die Olympischen Spiele schon 9 Jahre vorher als einziger Kandidat erhalten und ganz Kalifornien litt in jenen Tagen unter einer Hitzewelle. Das schon 1923 vollendete Memorial Colosseum nach römischem Vorbild war ein idealer Schauplatz der Spiele, der 105.000 Zuschauern Platz bot. Wegen der Weltwirtschaftskrise waren nur 37 Mannschaften und diese meist auch nur mit wenigen Athleten angereist. Trotz 6 Millionen Arbeitslosen konnte Deutschland immerhin noch 82 Sportler entsenden, die die Zuschauer mit Hurra begrüßten. Es wurden Spiele mit einem noch nie erlebten hohen sportlichen Niveau. Im 400-Meter-Hürdenlauf sah der englische Lord David Burley, der Sieger von Amsterdam, nur noch die Hacken seiner Konkurrenten, von denen der unbekannte Ire Robert Thistle einem großartigen Weltrekord entgegenstrebte, den er an der letzten Hürde noch verspielte. Er war zwar Olympiasieger, aber ein Weltrekord wurde nach den damaligen Regeln nur anerkannt, wenn alle Hürden stehen geblieben waren, was hier dem Zweitplatzierten, dem Amerikaner Glenn Hardin, mit 51,9 Sekunden gelungen war. Nun war er der Weltrekordler. Und Thistle konnte sich nur vornehmen, es im kommenden Jahr besser zu machen. So, it will be the last race I'd run, if I want to play football. And now I'm not so certain, I may run next year. 100 Meter Lauf der Männer, zweifarbige in Front. Eddie Tolan in der Weltrekordzeit von 10,3 Sekunden und zweiter der lange Ralph Metcalf. Schnellster Weißer ein Deutscher, Arthur Jonath. The world's fastest humans. Tolan first and Metcalf second, both of the United States. And Arthur Jonath of Germany third. Olympiasiegerin der Frauen auf dieser Strecke wäre die Polin Stanislava Walasiewicz gern für die Vereinigten Staaten geworden, in denen sie seit 1913 lebte, ohne die USA-Staatsbürgerschaft erhalten zu haben. Als die spätere Stella Walsh 1980 bei einem Raubüberfall ermordet wurde, bestätigte sich bei der Obduktion, was man schon vermutete, dass sie in Wirklichkeit keine Frau gewesen war. Der weibliche Star der Leichtathletik war die erst 18-jährige Amerikanerin Mildred Didrikson, die das Speerwerfen und dann auch den Hürdenlauf gewann und die durch eine seltsame Regelauslegung, ihr Stil wurde von den Kampfrichtern kritisiert, im Hochsprung bei gleicher Höhe wie die Siegerin auf Platz 2 kam. A world's record of 11 8/10 seconds. I'm awfully glad to have been able to set this new hurdle mark and hope to do some better some other time. Besonders unter der Hitze litten die Ausdauersportler, die sich wie die Geher durch weiße Tücher im Nacken vor der Sonne zu schützen versuchten. Am widerstandsfähigsten und der schnellste nach fast 5 Stunden Sonnenschlacht der Älteste, der 38-jährige Brite Thomas Green. Marathon. Paavo Nurmi hatte seine Laufbahn in Los Angeles mit diesem Olympiasieg abschließen wollen. Durch eine Intrige wurde er lebenslänglich als Amateur disqualifiziert. So stand das Rennen im Zeichen eines 20-jährigen Argentiniers namens Juan Carlos Zabala.
Ein Sponsor hatte ihm schon Monate vorher den Aufenthalt in Kalifornien ermöglicht, sodass er von den 29 Läufern am besten an die Hitze gewöhnt war und demzufolge auch am meisten glücklich war. Estoy muy contento de haber triunfado por primera vez se levante en el mástil la bandera argentina, que era injusto hasta este momento que no se levantara. Muchas gracias. Johnny Weissmüller war inzwischen Tarzan-Darsteller geworden und seine Nachfolger waren die Söhne Nippons, die das Schwimmen von nun an für ein Jahrzehnt beherrschten. They carry Miyazaki to victory. Time 58 and 2/10 seconds. Erst 15 Jahre alt, der schnellste Krawler, Yasui Miyazaki. Bei den Damen aber dominierten die Amerikanerinnen. Helen Madison wurde mit 3 Olympiasiegen sogar die erfolgreichste Teilnehmerin der Spiele. I look forward so long for this event that I can hardly realize it's over. I'm so thrilled about winning, I can't think of anything else to say. Thank you. Selbst beim Rudern, das draußen in Long Beach mit den Erdölbohrtürmen im Hintergrund stattfand, drängelten sich die Zuschauer, von denen am Ende mehr als 1,2 Millionen gezählt wurden. So viele wie noch nie zuvor. Das Rennen der Achter, die Königsdisziplin im Rudern, gewann eine kalifornische Universitätsmannschaft. Am Ende brachten es die USA auf 44 Siege. Das letzte Gold verlieh IOC-Präsident Graf Bayer-Latour an den deutschen IOC-Kollegen Theodor Lewald. Stellvertretend für die Alpinistenbrüder Franz und Toni Schmidt, die 1931 das Matterhorn über die Nordwand bestiegen. Im Mai 1932 war Toni Schmidt tödlich abgestürzt. Als die Spiele der 10. Olympiade zu Ende gingen, stand fest, dass sie ein großer Erfolg waren. Die nächsten sollten 1936 in Berlin stattfinden. Keine 6 Monate später kam in Deutschland Hitler an die Macht.